Jetzt bräuchte ich sowas wie Sternschauer. Aber nein, das gönnen sie mir ja mal wieder nicht. Level 33 für Sejong. Okay. Golking. Okay. Also ich hätte jetzt mit einem Krypto-Pokémon gerechnet. Ah, da kommt noch eins. Keifel. Oh nee, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja. Wunderbar. Es wäre doch irgendwie bescheuert. Keifel war schon ein Pokémon, ein Krypto-Pokémon in der... Ach, ein Krypto-Pokémon im Kolosseum. So war das. Ja. Meine kleine Krypto-Pokémon-Pause finde ich super. Moment, das hat bestimmt irgendwas zu bedeuten. Ja. Finte, Aquaknarre und hoffentlich sind beide weg. Ah nein, ich glaube nicht dran. Nassmacher. Oh, wie süß, Nassmacher. Bodycheck. Hätte sich das wenigstens nicht jetzt selber besiegen können, aber nein. Natürlich nicht, natürlich, natürlich nicht. Ja, komm, Magnalien, los geht's hier. Ich meine, da und da, ja, ist doch jetzt Ende. Vorbei, finito. Ich darf sogar als erstes angreifen, damit ist schon mal Golking weg. Und... ja, wunderbar, Magnalien darf auch als erstes angreifen. Bye, bye. Du darfst ihn nicht haben, gib den Systemhebel wieder her. Den benutze ich jetzt. Was? Kein zusätzlicher Kampf? Okay, da steht Systemhebel zur Spannungsregulierung verwenden. Warnung, Spannung nicht zu hoch machen. Erhöhen oder senken? Ich mach mal senken, mal sehen, was passiert. Ja, komm. Seht, verwendet den Systemhebel zur Kontrollsystem, blablabla. Aber nichts passiert. Okay. Dann halt erhöhen. Das Kontrollsystem spielt verrückt. Und wieder diese bedrohliche Musik. Wow. Aber sonst alles klar, oder? Oh oh. Mehr nicht? Ach, das war jetzt dann doch langweilig. So ein kleine Funken hätte ich aber dann schon erwartet. Was soll das? Das Produktionsband ist stehen geblieben. Das Computersystem reagiert nicht mehr. Hä? Hey, du bist doch diese Rotznase, die wir bei der Libra trafen. Diese Katastrophe geht doch bestimmt auf dein Konto, stimmt's? Okay, na, oh nein, was zum, die Software zur Krypto-Pokémon-Produktion wurde gelöscht. Captain Olaf rastet aus, wenn die Dinge nicht so laufen, wie er will. Der macht Hackfleisch aus mir. Kryptoknecht Smorten. Wo habe ich den denn bei der Libra getroffen? Bestimmt oben. Mit dem anderen, mit diesem Prozent-Typen da.
Aber gegen den Smarten habe ich doch schon mal gekämpft, meine ich. Oder war das jetzt ein anderer? Jetzt bin ich verwirrt. Aber die Kombination gefällt mir mal. Donnerschlag auf Alavis und Glut auf Noctuska. So einfach geht's hier. Tja, gut, dass sie der vorherige dann Sejong besiegt hatte. Level 34 für Hundemon. Smartmon. Smogmog, Rauchwolke, los! Das alte Team Rocket. Ja, und Alavis hat überlebt. Ich werd nicht mehr! Mann! Ich sag ja, es geht wieder los. Ah ja, bin ich eigentlich dann zufrieden mit. Wäre doch sonst langweilig, oder? Smogmog, Schlammbad. Es wurde auch noch vergiftet. Was soll's, ist jetzt eh nichts Großartiges mehr, denke ich. Die zwei und dann noch eins. Ich denke, das nächste wird ein Krypto-Pokémon sein. Na, okay. Nein! Ich glaube niemals, dass die Gegner richtig denken oder logisch denken. Ah, wunderbar. Jetzt kommt's. Na, das passt ja perfekt zu Team Rocket. Smogmog, Arbok, da fehlt noch ein Mauzi. Und ja, Arbok ist ein Krypto-Pokémon. Ach ja, okay. Ja. Sollte passen. Ja. Kryptozorn. Das hatten wir auch noch nicht. Oh. Ich glaube, es hackt. Was war das denn jetzt? Ey, das war ja... Kryptozorn, du bist mir unsympathisch. Aber wieso geht das auch auf den Angreifer drauf? Das ist fies. Das ist richtig fies. Und wieso hat das auf Ampharos nur so wenig Schaden gemacht? Alle gehen da hier zur Hälfte runter und Ampharos nur so ein kleines Stück. Unfair. Ursa. Ja, geh wieder zu deinem Teddybär namens Teddy Ursa. Es muss sich wieder aufladen. Danke. Aber... Oh oh. Was ist, wenn der das jetzt nochmal einsetzt? Ich bin am Ende. Komm bitte nicht. Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Wenn es jetzt keinen Kryptozorn einsetzt, dann schwächt Sternschauer das nochmal.
Ah, und das will einfach nicht drin bleiben. Ah. So. Ja, gut. Dankeschön, Kryptoschlag. Ah, noch ist nichts entschieden. Es sei denn, der setzt wieder Kryptozorn ein. Okay. Ich riskiere jetzt lieber nicht. Nein! Ah, neuer Rekord, würde ich mal sagen. Beim dritten Mal war das andere immer drin, aber diesmal nicht. Diesmal brauche ich mehr Bälle. Oh, schon wieder ein Kryptoschlag. Dankeschön! Ja, los, Togepi, ist eh nicht mehr wichtig. Gibt keine Erfahrung mehr. Kann jetzt Togepi die Zielscheibe spielen. Erdbeben, genau, Kryptobeben, los geht's. Und jetzt bleib bitte drin, bitte bleib drin, bitte bleib drin. Bleib drin, bitte, 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 bitte. Nein! Oh Mann, nein! Ich bin erledigt. Ich bin erledigt. Ich bin erledigt. Bye bye. Wäh! Okay. Nein, 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 nein. Oh. Gut, dass das nicht sehr effektiv ist. Also wie es aussieht, hatte ich recht mit meiner Vermutung. Das zieht wirklich nur 50% oder vielleicht auch weniger des Lebens ab. Also nichts Bestimmtes. Ein Glück. Ja. Dankeschön. Olaf! Ja. Ich gehe jetzt zum Heilomat. Ich glaube nicht, dass in dem Raum, wo der Typ jetzt rauskam, noch jemand ist, außer Captain Olaf. Bossfight, vorletzter Kampf. Vorletzter Bosskampf. Danach kommt der Endboss. Huhuhu. Ich bin gespannt drauf. Ich gehe jetzt nicht trainieren. Ich versuche das jetzt einfach so. Zum Endboss werde ich auch nicht trainieren. Ich lasse das einfach alles mal so laufen. Mal sehen, wie es klappt. Ja. Den EP-Teiler gehörig einsetzen, das ist gut. Sollte man machen, damit man besser trainieren kann. Außerhalb der Übungskämpfe, aber ja. Ach, egal. Nee, nee, nee. Ja, hat alles so seine Gerechtigkeit. Okay, ich versuche das jetzt so.